Formel 1 Extrem. Max Verstappen in Spa. Das hier, dieses Zucken. Genau, und das geht nicht. Und das ist lebensgefährlich. Ehrlich gesagt, der gehört in die Psychiatrie. Am Limit, aber das war immer noch kein Problem. Bullen-Rambo oder nur brutal gut? Extraklasse. Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton. Das WM-Duell der Silberpfeile. Wer ist heute der Stärkere? Exklusiv Sebastian Vettel im Interview. Jeder Weltmeister mit Ferrari hat seine eigene Straße auf dem Gelände. Deswegen hoffe ich, dass ich auch irgendwann mal meine Straße haben darf. Schafft Ferrari beim Heimspiel die Sensation? Magische Momente in Monza. Herzlich willkommen in Bella Italia. Benvenuti, liebe Formel-1-Fans, beim großen Preis von Italien. Wir stehen hier bei der Fahrerparade und da kommen Sie natürlich rein. Nico Rosberg an der Seite von Pascal Wehrlein. Es ist hier wirklich alles vorbereitet, dass es ein heißer Renntag werden könnte. Die Tifosi sind gekommen in den königlichen Park von Monza. Es ist volles Haus und alle freuen sich natürlich auf Sebastian Vettel hier und die Scuderia Ferrari. Auf denen lastet der Druck und an dieser Stelle müssen wir auch sagen, es ist ein großer Sporttag bei RTL. Heute Abend Florian König, wenn Sie den vermissen, mit der Fußballnationalmannschaft in Oslo. Und hier jetzt Alex Hofmann an der Seite von dem Mann, den ich nicht vorstellen muss. Niki Lauda erstmal. Servus. Ich glaube, es könnte ein richtig spannender Renntag werden. Also Monza ist immer ein unglaubliches Rennen. Warum alle Italiener hier mit allen Emotionen, die es nur gibt, auf oder ab, himmelhoch jauchzend oder tief bestürzt. Wir werden sehen, wie das Rennen heute ausgeht. Ich freue mich schon darauf. Früher konnte man als Ferraristi, und du hast hier natürlich auch schon Rennen gefahren und gewonnen, konnte man noch auf Tricks zurückgreifen. Das ist heute leider nicht mehr möglich. Ne? Heutzutage müssen das die Fahrer gleich auf der Rennstrecke ausmachen. Welche Tricks meinst du denn? Naja, so Spezialtricks, vielleicht nochmal einen guten Sprit erwischt und solche Geschichten. Ja, das gibt's alles nicht mehr. Das gibt's alles kontrolliert, es bleibt nur mit den Fahrern zu überlassen. Und die haben heute einiges zu tun natürlich. Die Mercedes in der ersten Startreihe, die Ferraris in der zweiten und da werden wir sehen, was da rauskommt. Du sprichst sie schon an, die Startausstellung hier beim Großen Preis von Italien. Und vorne war es keine Überraschung. Lewis Hamilton, ganz klar muss man sagen, er schwebt auf Wolke 7. Ja. Nico Rosberg hat es versucht, konnte aber nicht gegenhalten. Jawohl, unglaubliche Leistung von ihm. Das war der Riesenzeitunterschied. Dann kommt Vettel Räikkönen, die natürlich das ganze Land auf die schaut, ob die Mercedes heute schlagen können. Valtteri Bottas für mich vielleicht der Störfaktor vor den Red Bull, die natürlich speziell mit Max Verstappen für viel Diskussion gesorgt haben. Aber von Position 6 und 7, was ist für den Bullen da möglich? Anscheinend mag er diese langen Geraden nicht. Genau, das ist das Problem, glaube ich, dass die Red Buller hier mit wenig Anpressdruck fahren müssen, um ihre Leistung auf die Straße zu kriegen. Aber wie man sieht, so weit hinten waren sie selten. Aber da müssen sie halt heute damit kämpfen. Trotzdem, glaube ich, ist einiges drin, weil wir stehen hier so auf Start und Ziel. Bis zur ersten Kurve, der Weg ist weit. Dieser Start, die Startphase könnte heute wieder mal ausschlaggebend sein. Das ist die größte Besorgnis, die Mercedes haben muss. Die Ferrari startet mit den roten Reifen, das heißt mit den weicheren Reifen. Die müsste einen Vorteil geben bis zur ersten Kurve. Da könnte passieren, dass die beiden Mercedes überholt werden. Da muss man aufpassen, dass in der Schikane nichts passiert. Weil hier fahren sie immer irgendwie zusammen. Dann kommt noch eine zweite Schikane und da müssen wir sehen, wie das Rennen sich entwickelt. Und beide Schikanen sind eigentlich für ein Auto gemacht. Das heißt, wenn man auch hier wieder versucht, mit dreien durchzufahren, geht es tendenziell schief. Mercedes hat mit beiden Fahrern geredet, eindringlich ihnen zu erklären, nicht zusammenfahren. Kostet euch jetzt sogar Geld, wenn ihr Fehler macht, wie schon in Barcelona. Also ich gehe mal davon aus, dass sich da raushalten werden, nur auf die Ferraris muss man richtig aufpassen. Also, wir sind vorbereitet, wollen aber trotzdem noch ein allerletztes Mal zurückgucken nach Spa-Francorchamps. Da hat ein Mann für ganz viel Aufregung gesucht und wir haben versucht, das Ganze mal zu belegen mit der richtigen Analyse. Und zwar macht das natürlich Oliver Baus zusammen mit der Datenhilfe von Steffen Kosuch. Was ist passiert? Warum wurde nach Spa so viel über Max Verstappen diskutiert? Schauen wir zunächst auf den Streckenabschnitt. Hinunter durch Eau Rouge geht es wieder bergauf zur Kemmelgeraden. Eine gute Überholmöglichkeit. Hier ist DRS-Zone, sprich ab hier geht der Heckflügel auf. Wir gehen in Slow Motion. Kimi will rechts vorbei. Verstappen macht sich breit, treibt auch nach rechts. Wir schauen zeitgleich auch auf seine Onboard. Plötzlich zuckt er zweimal kurz mit dem Lenkrad. Kimi reagiert sofort, geht vom Gas, schlingert. Jetzt das Ganze in Echtzeit. Hier sein Zucken. Hier die Reaktion. Alles spielt sich in Sekundenbruchteilen ab. Highspeed. Und hier, was passieren kann, wenn der Vordermann plötzlich mit dem Lenkrad zuckt.
Und jetzt schauen wir auf die Geschwindigkeit. Ab der DRS-Zone nimmt Kimi Fahrt auf. Dazu kommt der Windschatten Topspeed 350. Das heißt, in nur einer Sekunde 100 Meter zurückgelegt. Bremsen, ausweichen, super reagiert. Formel-1-Fahrer trainieren ständig ihr Reaktionsvermögen. Egal, ob mit geschlossenen Augen Tennisbälle fangen oder ob mit der Batak-Maschine die aufleuchtenden Knöpfe treffen. Sie gehören zu den Menschen mit extrem schneller Reaktionszeit. Aber nicht immer kann man noch reagieren. 2010 in Valencia. Heikki Kovalainen verzögert. Mark Webber kann den Crash nicht mehr verhindern. Abflug und heftiger Einschlag. Kimi Räikkönen hat es geschafft, aber wie eng es wirklich zuging, schauen wir jetzt. Zunächst ist der Abstand 15 Meter bei 350 Kilometer pro Stunde. Abstand am Schluss höchstens 1 Meter. Es bleiben lediglich Zehntelsekunden, um zu reagieren. Ein Vergleich, der Airbag braucht 4 Zehntel, um auszulösen. Schauen wir zum Abschluss noch einmal Bild für Bild auf die Aktion und messen die Zeit. Hier zuckt Verstappen, innerhalb von 6 Zehntelsekunden reagiert Räikkönen und verhindert den Crash. Nur eine einzige Zehntelsekunde später und es hätte gekracht. Ein Wimpernschlag. So wie hier. Genau dieselbe Stelle vor einem Jahr, genau dieselbe Aktion. Junge Fahrer in der Nachwuchsserie Formel 3. Sie orientieren sich an den großen Vorbildern, den Formel 1-Piloten. Tolle Analyse aus Spa und auch tolles Publikum hier in der Boxengasse in Monza. Und nach diesen schönen Bildern, Niki, du bist der richtige Experte. Mal, du hast ja vorher schon eine ziemlich klare Meinung gehabt, aber war das jetzt hilfreich, um dem Zuschauer mal zu zeigen, auf welch hohem Niveau oder besser gesagt, auf welcher Messerschneide die Jungs unterwegs sind? Also ich habe noch nie sowas gesehen wie diese Vorbereitung, wo man hier wirklich genau erkennen kann, was diese Fahrer wirklich alles können müssen, auch in Extremsituationen so schnell zu reagieren. Also wirklich bildlich super gemacht. Und es war haarscharf, haben wir schon öfter diskutiert. Aber ich bin mir sicher, dass der Verstappen, der für den Sport eigentlich eine Erlösung ist, weil wir alle drüber reden und eigentlich die beste PR macht, die wir jetzt brauchen, weil die Formel 1 ist eh irgendwie eingeschlafen in lauter Regelwerken und keiner traut sich mehr, was zu sagen. Ich finde das wirklich gut. Auf der anderen Seite muss er natürlich aufpassen, dass er nicht übertreibt und nicht irgendwann einmal was passiert. Aber das weiß er selber eh genau. Also zur Psychoanalyse muss er nicht mehr, sondern eher zum Marketingbüro, um sich dann wirklich da bei Bernie wahrscheinlich dann auch die Tantiemen zu sichern, wenn er so gut ist für die Formel 1. Ja, er ist so gut für die Formel 1. Aber sollte wieder irgendwas passieren, bleibe ich dabei. Da muss man ihm schon den Wagen holen, wo man ihn dann hinführt zur Psychoanalyse. Aber ich bin überzeugt davon, der junge Mann lernt, der lernt schnell und wird sowas nicht mehr machen. Also Niki Lauda hat so leicht seine Meinung geändert, aber wir wissen, er ist gut für den Sport. Wir wissen, er hat nicht gegen Regeln verstoßen. Trotzdem wollen wir noch mehr natürlich Stimmen hören aus dem Fahrerlager. Die Leute, die wirklich wissen, was es heißt, auf dem Niveau Auto zu fahren. Anna Nentwig hat da nochmal neue Stimmen zusammengefasst und die nacken natürlich alle. Max Verstappen, Bad Boy oder einfach nur ein Genie. Auge um Auge. Wie sehen Sie die Situation selber mit dem Kimi? Ja, es ist mir egal. Er hat schon vorher in der ersten Kurve meine Riss, ja natürlich mein Rennen geendet. So, dann ist das, ja, ist mir egal. Rad um Rad. So war so ein bisschen Wut mit dem Bauch heute, deswegen? Ja, schon. Kommen wir noch? Aber das war schon, ja, am Limit, aber das war immer noch kein Problem. Max Verstappen auf Konfrontationskurs. Auch jetzt nach einer Woche noch uneingeschränkt überzeugt von sich, von seinem Handeln, trotzig. An der Grenze zur Überheblichkeit. Einsicht, Fehlanzeige. Würdest du es denn genau so nochmal machen? Ja, ich glaube, ich würde nicht ganz viel ändern. Er eckt an mit prominentem Vorbild. Michael hat das auch gemacht. Und ich glaube, jetzt ist er ja, 7-mal Weltmeister geworden. Ja, ich glaube, das ist schon genug. Der ultimative Wille zum Sieg. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ist es das, was die ganz Großen ausmacht? Und was Max Verstappen zu einem Großen der Zukunft werden lässt? Er hat keine Angst und lässt sich nicht von großen Namen aus der Ruhe bringen. Er kann sie schlagen. Menschen wie er, die das Gefühl haben, dass sie das Recht haben zu gewinnen, haben ein absolutes Selbstbewusstsein. Wenn du gegen sie fährst, machen sie dir keinen Platz, weil du eben ein Konkurrent bist. Er ist ein legendärer Typ und wird auf einer Stufe stehen mit Senna und Schumacher. Er braucht noch ein Jahr, um gelassener zu werden. Gelassenheit, die Max Verstappen ganz offensichtlich noch fehlt.
Jacques Villeneuve prophezeit ihm in einem Interview, dass sein Fahrstil irgendwann schlimme Folgen haben könnte. Verstappens Reaktion ist eine deftige Anspielung auf Villeneuves Unfall 2001 in Melbourne, bei dem ein Streckenposten ums Leben kam. Er sollte mit seinen Statements, dass jemand stirbt, aufpassen, denn er hat selbst jemanden getötet. Er zeigt mit seinen Kommentaren, wer er ist. Es ist total unangebracht und respektlos gegenüber allen Beteiligten. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls erst 4. Offenbar sagt ihm jemand, was er sagen soll, und wenn das dieselbe Person ist, die ihm sagt, wie er fahren soll, dann haben wir ein großes Problem. Das Fahrerlager ist weiterhin fasziniert von Max Verstappen oder schockiert. Und da waren jetzt an unserer Seite, haben wir Dr. Helmut Marko, da waren ein paar ziemlich harte Aussagen dabei. Alle sind sich ja einig, auf der Rennstrecke der Max das Wunderkind, die Zukunft. Aber hätte man ihn da vielleicht nicht so mal ein bisschen verbal einbremsen können, dass er da gar nicht drauf eingeht, also dass er die Größe hat, da nicht zu antworten, wenn Villeneuve als Chefkritiker da reingrätscht? Als erstes muss ich sagen, Villeneuve war vom ersten Moment an mehr als kritisch, dass wir Verstappen in die Formel 1 gebracht haben. Er hat seine Meinung nie revidiert. Und die Antwort von Max ist wie üblich aus dem Zusammenhang gerissen worden. Und dadurch wirkt sie wesentlich drastischer, als es im gesamten Konnex zu verstehen gewesen wäre. Der Max ist jemand, der lässt sich nicht irritieren von außen, der geht seinen Weg. Und wir greifen hier auch nicht ein. Gehen wir einfach nach Spa. Die Sportkommissäre haben keinen Grund zum Einschreiten gesehen. Also warum sollten wir da irgendwas noch aufbauschen, wo nichts aufzubauschen ist? Beides seid ihr Rennfahrer gewesen natürlich auch. Und da muss man sagen, der Respekt, den der Villeneuve gebracht hat, das ist das Einzige, wo ich so das Gefühl habe, Respekt auf der Rennstrecke, weil es ist immer noch ein sehr gefährlicher Sport. Ist das vielleicht so, wo man ansetzen müsste oder muss man so respektlos sein, Niki? Wenn du 18 bist und durch den Herrn Doktor hier in die Formel 1 gesetzt wurdest, was ja logischerweise der richtige Schritt war, dann bist du einfach so. Jung, 18, ich muss jetzt hier alles gewinnen. Ich glaube, dass wir alle so waren, du wahrscheinlich auch. So, der eine mehr, der andere weniger. So, diese ganzen Zwischenfälle gibt es, sie unterhalten uns super. Er muss halt nur aufpassen, dass er nicht weiter übertreibt. Und das, glaube ich, weiß er heute, weil er will ja Rennen gewinnen. Mit der Fahrweise in der ersten Kurve ist er Elfter geworden. Also ich glaube, das alles wirkt auf ihn ein und ich bin mir sicher, dass er das alles wieder hinkriegen wird. Durch die Schule von Red Bull ging natürlich auch Sebastian Vettel. Die Vergleiche gehen in Richtung Senna. Da redet man drüber, ist er vielleicht der neue Schumacher. Sind die wirklich alle aus dem gleichen Holz geschnitzt? Ist der Max einer auf dem Niveau von diesem Holz? Also generell vergleichen wir die Fahrer nicht untereinander. Das sind verschiedene Zeitperioden, es sind verschiedene Persönlichkeiten. Aber das, was all diese Champions auszeichnet, ist der absolute Wille zum Gewinnen und ein Commitment, fast schon eine Obsession. Und dafür tun sie einfach alles und da sehen sie nicht links und rechts. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, um in fast jedem Sport Weltspitze zu werden. Sebastian Vettel ist natürlich auch nochmal unterwegs, war nah dran an diesem Manöver letzte Woche. Gibt es da direkte Vergleiche? Mal, der war ja wirklich bei euch unter den Fittichen. Kann man sagen, die sind ähnlich oder verschiedene Typen? Vom Commitment nochmals ähnlich, aber von der restlichen Lebenseinstellung sehr, sehr verschieden. Okay. Also, wer ist der Bessere? Das werden wir sehen. Der Sebastian hat 4 WM-Titel. Nächstes Jahr, habe ich ja schon gesagt, wollen wir euch angreifen und dann werden wir sehen, wie viel er zustande bringt. Und der Ricciardo? Der wird deutlich unterschätzt. Der wird also bei künftigen Titeln deutlich ein Wort mitreden. Also ich hoffe, du kriegst die gleichen Probleme wie Mercedes, dass ich gegenseitig ins Auto fahre. Und viele hoffen, dass ein Sebastian Vettel noch eine eigene Straße bekommt in Fiorano. Genau da gehen wir jetzt nämlich hin. Alles guckt auf die Scuderia Ferrari. Jan Krebs war vor Ort und hat sich da mal ganz genau umgesehen. Hier kommt nicht jeder rein. Die Pista di Fiorano, Ferraris Heiligtum. Und wir mittendrin. Selbst diese Garage hat etwas Magisches. Weltruhm erlangt, vor allem durch Michael Schumacher. Der Treffpunkt auch für uns, die wohl berühmteste Tankstelle im Motorsport. Blöde Frage, hat Sepp jemals seinen Boliden selber? Der Treffpunkt auch für uns, die wohl berühmteste Tankstelle im Motorsport. Blöde Frage, hat Sepp jemals seinen Boliden selbst getankt? Nein, also
Ja, ich sag mal, ich habe schon oft zugesehen und weiß auch in gewisser Weise, wie es funktioniert. Es war ja in der Vergangenheit ein bisschen spannender, als es noch Tankstops gab. Aber ja, jetzt ist das nicht mehr so